Hallo, hallo und willkommen bei Neues von Pascal. Heute haben wir mal in meiner Elektrostube. Ein kurzes Video werde ich probieren zu machen. Ich hoffe, es sei auch ein kurzes Video am Schluss. Mal schauen, wie es sich dann ergibt. Wenn ich dann eben zu euch auf dem Computer auf den Kalender schaue, sehe ich den 30. November. 30. November, morgen ist der 1. Dezember, Sonntag ist der 1. Advent. Wir alle schlitteln langsam aber sicher gegen die Weihnachtszeit zu, ob wir schwein oder nicht. Zu dem Zeitpunkt finde ich es, glaube ich, passend, wenn ich einmal das Thema ergreife, Zeitschaldauer. Ja. Langsam aber sicher erscheinen überall ein bisschen Lichtchen, draussen, drinnen, je nachdem, Sterne werden aufgeheicht, Lichterketten, Santa Claus, was auch immer. Und all das wird man ja sich Mühe nicht alle Morgen oder alle Abend müssen machen, zum Einschalten, mit Ausschalten, Einschalten und dann vergisst man es einmal. Nein. Was machen wir da dafür? Ja, wie ich schon vorher gesagt, wir nehmen eine Zeitschaltuhr zur Hilfe. Eine Zeitschaltuhr ist nichts anderes, kurz gesagt, an. Lichtschalter, ich sage es jetzt bewusst, ein Lichtschalter mit einer Zeit drin, also mit einer Uhr drin. Das ist nichts anderes. Es ist klar, es gibt natürlich verschiedene Ausführungen, es gibt digitale, es gibt mechanische, es gibt solche, wo ich Stunden genau einstellen kann, es gibt solche, wo ich Viertelstunden genau einstellen kann, es gibt solche, wo ich sogar 10 Minuten genau einstellen kann oder noch besser. Es ist natürlich alles eine Frage vom Preis, es ist alles ein bisschen eine Frage für den Einsatz, also für was brauchen ist, das spielt jetzt auch keine große Rolle, ob jetzt zum Beispiel meine Lichterkette am Tandli am 5:05 einschalte oder halt erst am 8:50 oder halt erst am 2 Minuten ab 5, das ist doch gleich, das interessiert doch niemand. Hingegen Strassenbeleuchtung sollte wahrscheinlich zur gleichen Zeit einschalten, sagen wir 17:15 oder was auch immer. Und dann ist es natürlich vorteilhaft, wenn man dort schon mal eine genauere Zeitschaltuhr nimmt, als eben zum Beispiel die Beleuchtung, die wir von außen haben, zu Weihnachten und so weiter und so fort. Ich habe mir jetzt hier mal eine alte Zeitschaltuhr auseinandergenommen, die nicht mehr funktioniert hat. Jetzt habe ich gesehen, was nicht mehr gegangen ist und so wie es aussieht, funktioniert sie dann wahrscheinlich auch mehr, weil sie damit zusammenschrauben. Das ist jetzt so eine da, das ist eine ganz einfache Zeitschaltuhr, mechanisch. Ich habe die mal auseinandergenommen und möchte noch gerne mal zeigen, wie das funktioniert. Warum, wie sitzt die an, wenn man sie einschalten muss, wenn man sie ausschalten muss. Und vor allem, wie ist das, was für Zeit ist. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema weitergehen, möchte ich noch schnell etwas Wichtiges ans Herz legen. Schaut es vielleicht sogar aus Warnung an. Die mich kennen, wissen, dass ich regelmässig ein bisschen mit Elektronik arbeite. Das ist Computer, Elektronik, Radio, ja schon Fernseher auseinandergenommen, Stereoanlagen und so weiter und so fort. Ich tue sonst Geräte manchmal flicken, ein bisschen brikolieren, die verschiedenen Schaltungen ein bisschen probieren und so weiter. Und alle zusammen wissen, sobald man einfach Strom in die Spül nehmen, kann das sehr gefährlich sein. Wenn man da nicht genau weiß, was man macht, oder wenn man nicht weiß, wie man die Sicherheit so in den Vordergrund nimmt, bevor man etwas anrührt und so weiter. Oder je nachdem gibt es auch verschiedene Stufen. Also es ist lange nicht das Gleiche, ob jetzt so mit einer
Batterie arbeiten. Hier habe ich zum Beispiel zwei Batterien zusammengelötet. 2x1,5 Volt gibt 3 Volt. Die Batterie ist ein bisschen älter, die sind vielleicht auch nicht mehr gleich viel. Vielleicht habe ich hier noch 2,5 Volt, 2,8 Volt. Das spielt also auch wirklich keine Rolle. Also hier kann ich vordan berühren, das passiert mir nicht. Ich spüre nicht einmal etwas. Genau das gleiche zum Beispiel in den Bausätzen oder für Kino oder so sind häufig die 4,5 Volt Batterie, also die Flachbatterie vorhanden. Auch da kann ich die Drähte berühren, das macht gar nichts. Auch wenn wir ein bisschen weiter gehen, manchmal nehme ich auch Sättige da. Ja, die hat schon 6 Volt zum Beispiel, so eine Batterie. Auch da, die ist jetzt natürlich noch verpackt, aber auch hier könnte ich beide Kontakte berühren, plus minus, es passiert nichts. Ebenfalls, wenn ihr so einen Transformator habt, also respektive einfach den Strom, der auf der Seite rauskommt. Hier haben wir natürlich Starkstrom, das ist klar. Der Strom, der hier rauskommt, das ist jetzt zum Beispiel in dem da 12 Volt. Auch das, da passiert garantiert sich, also ich sage jetzt mal garantiert sich, ja, ich sage jetzt mal passiert nichts. Wenn man es richtig macht, wenn man sich jetzt, wie sieht man dem, keine Ahnung, wenn man das ein bisschen verfolgt. Jetzt zum Beispiel bei der Zeitschau, die ich noch vorstellen möchte, haben wir es mit Starkstrom zu tun. Früher hat man gesehen 220 Volt, dann ist man 230 Volt, heute hat man 250 Volt. Das ist ein anderes Thema, aber gleich. Sobald ihr gehört, Starkstrom oder 230 Volt, 250 Volt, Hände weg, wenn ihr das nicht kennt. Erstens einmal kann es lebensgefährlich sein, wenn ihr dort im falschen Ort berührt. Zweitens kann es natürlich auch, wenn ihr irgendetwas verdrahtet oder eine Lampe falsch montiert oder so, das kann einen Kurzer geben. Das merkt ihr vielleicht gar nicht, die Lampe funktioniert vielleicht. Aber wenn ihr vielleicht, ich sage jetzt mal, zu viel Strom raussaugt und die Drähte in den Mauer rein, vielleicht noch Holzmauer, noch Isolation oder wie sie noch was, in einem alten Haus, die erwärmen sich, oder? Die können geheißer, irgendwann mal. Die Kabel, die sind, ich glaube, es ist Plastik isoliert, oder? Die müssen relativ viel verleiden, aber wenn sie mal warm haben und Flammen haben, dann brennt es und dann hat er früher oder später zu Hause in Flammen. Kurz und bündig, sobald ihr mit Strom arbeitet, passt auf. Weder wir Sachen nachmachen oder das Gleiche machen wie ich übernehme keine Verantwortung, wenn etwas falsch geht. Ich übernehme keine Verantwortung, wenn noch verletzt. Jeder muss selber wissen, was er macht. Er muss wissen, Strom ist lebensgefährlich. Darum nochmal, auch wenn ihr so eine Zeitschau auseinandernehmt wie ich jetzt, die ist direkt an 230 Volt angeschlossen, eine normale Haussteckdose. Kurz und bündig, lebensgefährlich. Also, passet auf. Und jetzt weiterhin aber viel Spass beim eigentlichen Thema. Das wäre jetzt also ein Beispiel von einer Zeitschau-Dur. Das ist jetzt eine ganz günstige, sage ich jetzt einmal, ganz normale mechanische Zeitschau-Dur. Also da haben wir keine digitale Zeit oder so einstellen. 24 Stunden Lauf, ganz normal kommt sie eingesteckt in einen 230 Steckeranschluss, also das ist eine ganz normale Steckdose zum Beispiel. Und hier haben wir das Gerät, das wir schalten, das ist zum Beispiel der Weihnachtsstern oder das Santa Claus, das wir vor uns haben oder was auch immer. Und oben haben wir eine Zeiteinstellung. Und wie das genau geht, das zeige ich noch jetzt. Das ist jetzt eine Zeitschau-Dur, die eigentlich relativ einfach zu verstehen ist. Also wir haben mal eine Zeitskala, das ist 24-Stunden-Skala, das heisst also ein Tag. Die Zeit die müssen wir manuell einstellen. Ich habe jetzt das schon mal gemacht. Im Moment aktuell ist es ca. 20 ab 10 Uhr am Abend, also 22.20 Uhr. Ja, ich bin also gegangen, den kann man von Hand drehen, den Kreis, den Ring da. Jetzt ist es aber ein bisschen weiter, aber da spielt auch keine Rolle zum Zeigen. Hier ist eben 22 Uhr und hier beim Dreieck, das heißt, ging, wie viel von Zeit es ist. Also jetzt zum Beispiel, weil so wie es jetzt eingestellt ist, wäre wahrscheinlich etwa 10 von 11. Um die Zeitskala haben wir die schwarzen Stiftchen, wie man unschwer erkennen kann. Und man sieht auch, dass einige Stiftchen drinnen sind. So wie hier zum Beispiel die ganze Reihe. Und das hier ist drinnen, hier sind wir drinnen.
Und andere, wie zum Beispiel hier, vom 12, also vom 10 bis 12, sind da oben. Jetzt, was bedeutet das? Wie kann ich die Zeitschau ungefähr 10 Minuten genau einstellen? Also respektiv an jedes Stiftchen, das drinnen ist, würde die Zeitschau 10 Minuten lang eingeschaltet sein, sprich, der Weihnachtsbaum würde 10 Minuten leuchten. Wir wollen aber nicht die Zeitdauer wissen, sondern wir wollen wissen, von wann bis wann soll es leuchten. Jetzt haben wir eben, wie gesagt, am Abend am 11 zum Beispiel. Jetzt wollen wir zum Beispiel, dass morgen am, eben vom 10. bis am 12. der Weihnachtsbaum beleuchtet ist. Keine Ahnung warum, das ist jetzt einfach ein Beispiel. Dann würde ich jetzt vom 10. bis am 12. am Mittag alle Stöfchen angedrückt. Das heisst, die, die drinnen sind, das heisst, unten heisst eingeschaltet, also beleuchtet, und oben heisst ausgeschaltet. Das heisst, von 10 bis 12 ist eingeschaltet und nein, soll es auch nicht ausschalten. Ja? Also eigentlich relativ einfach. Unten heisst eingeschaltet, oben heisst ausgeschaltet. Wichtig nochmal ist natürlich auch nicht, dass man nur Zeit einstellen, wenn man sie so ein- und ausschalten, sondern dass auch Zeit übereinstimmt mit der aktuellen Uhrzeit. Es bringt ja nichts, wenn ich sage, okay, sie soll von Mittag am 1 bis am 2 leuchten. Und wie hier statt 8 zum Beispiel 7 am Morgen eingestellt. Das bringt hingegen nichts. Also, wir nehmen an, wir haben Zeitschau durch das Gerät in einer freien Steckdose eingesteckt. Wir haben auf der Zeitschau das entsprechende Beleuchtungsmittel, also sprich zum Beispiel die Lichterkette vom Weihnachtsbaum wegen mir eingesteckt. Wir haben die reale Zeit eingestellt, wie viel es jetzt wäre. Und wir haben auch eingestellt, wenn sie ein- und ausschalten soll. Den Schalter auf der Seite haben wir auch richtig gestellt, dass sie auch mit der Uhr reagiert und nicht einfach permanent eingeschaltet ist. Alles gut und installiert. Jetzt, wie funktioniert die Uhr? Wie wisst ihr, Achtung, jetzt ist so viel, ich muss einschalten oder ausschalten. Wir haben ja vorhin die Stöftchen dementsprechend eingestellt, wo wir es genau wie haben. Das heisst, wir wissen zum Beispiel, jetzt angenommen, jetzt ist morgen am 4. Und wir haben vom 5. bis am halben oder bis am 4. von 7. ungefähr eingestellt, dass sie dann so leuchten. Jetzt seht ihr hier unten da im Schlitz innen, ist so ein weisses, wie soll ich dem sagen, so wie ein Pöppeli. Und das Pöppeli ist eigentlich nichts anderes als der Schalter, so wie dir daheim an Lichtschalter ein- und ausschaltet. Sobald wo die Uhr sich dreht, irgendwann einmal kommen die Stöftchen hier am Eindruck auf die Position, wo das weiss Gigeli ist. Ich tue jetzt mal die Zeit simulieren. Also das heisst, jetzt wäre der bald 5. Und jetzt tue ich einmal das weiss Gigeli beobachten, was unten dran ist. Voilà, habt ihr es gesehen. Jetzt wäre die Zeitschau eingeschaltet, das heisst, die Lichterkette am Weihnachtsbaum leuchtet. Jetzt läuft die Zeit weiter. Weiter. Achtung, das Gegenteil beobachten. Jetzt ist 4. von 7. ungefähr. Tack, habt ihr das gehört? Gehen wir nochmal. Jetzt wäre sie auch mal ausgeschaltet. Gehen wir noch einmal weiter. Am 10. haben wir gesehen, soll sie noch einmal einschalten. Eingeschaltet. Ausgeschaltet. Eingeschaltet. Ausgeschaltet. Und genau so funktioniert sie. Das heisst, sobald die Stöftchen nicht unten sind, kommen sie mit dem Stift hier in Berührung, da unten, das weisse Stöftchen. Und betätigen innen drin, das sehen wir jetzt gerade, den Elektroschalter, der den Strom schließt. Das heisst, man kann sich das so vorstellen, das ist wie wenn der Strom, also respektive der Lichtschalter daheim ein- und ausknipset. Ganz einfach.
Also, ich habe jetzt mal die Zeitschau in eine Mehrfachstecker, also sprich in eine Steckdose, eingesteckt. Die ist also jetzt verbunden. Und auf die Zeitschau habe ich so einen alten Lichtschlauch, das war mal ein Lichtstern, der kaputt gegangen ist, eingesteckt, genauso wie es eigentlich auch sein sollte. Wir sehen hier unten auch mit das weiße Gigeli. Und jetzt seht ihr mal, wenn ich die Zeitschau bewege, was nicht passiert. Also, jetzt gehe ich mal weiter da bis zum ersten Stift, den du dann schalten solltest. Wie sieht man hier um mich morgen am 5. Und jetzt läuft ja weiter, jetzt geht ja das Stiftchen innen drin. Voilà, jetzt hat sie geschaltet. Und man sieht hier, der Lichtschlauch leuchtet, respektive eben die Lichterkette am Weihnachtsbaum, oder. Wenn wir weitergehen, jetzt haben wir zum Beispiel eben 4.7. ausschalten. Und dann tut sie mich noch einschalten. Bis am 8. Am 8. tut sie mich ausschalten. Man sieht hier innen drin das weiße Gegeli. Und genau dann tut sie auch reagieren und das Licht um mich abstellen. Dann gehen wir weiter. Ja. Am 10. würde ich sie noch einschalten. Ich bin jetzt gerade etwas schnell gegangen. Er hat gerade nicht reagieren. Aber jetzt sind wir auch 11. Am 10. hat er ihn noch sehen. Vielleicht ist es etwas zu wenig weit eingedrückt. Vielleicht bin ich schnell wieder durchgegangen. Aber jetzt auch um mich, am 11. schaltet er um mich ein und 10 Minuten später schaltet er um mich aus. Jetzt können wir noch eines sagen, okay, 13:30 etwa bis am 4. soll auch noch eines leuchten am Mittag. 13:30 schaltet ein und am 4. schaltet er um mich aus. Tack. Also, noch eines kurz und bündig, was wir von außen sehen, an Zeitschau durch. Kommt erstens einmal in die Steckdose, ganz eine normale Haushaltssteckdose. Vordran kommt der Verbraucher, das heisst zum Beispiel die Lichterkette oder wir kriegen natürlich auch Radio darüber, dass zum Beispiel die Firma am Morgen um 8 Uhr Radio einschaltet, wo man aber um 5 Uhr, wenn man 4 Uhr hier ausschaltet, da spielt auch keine Rolle, ob es eine Lichterkette ist oder Radio oder irgendetwas. Wichtig ist natürlich hier, was ich auch schnell sagen möchte, tut bitte den Verbraucher Maximum, also das heisst die Watt Maximum, beachten. Die Zeitschaltuhren sind nicht gemacht für irgendwie 2000 Watt Bohrmaschine oder was auch immer darauf zu betreiben. Irgendwann mal würden sie da warm kommen, schmelzen, brennen, was auch immer. Aber ja, also leichte Geräte wie eine Lampe oder kleine Radio oder so etwas geht sicher. Aber wie gesagt, Stecker für den Verbraucher. Zeitskala, das heisst 24-Stunden-Skala. 24 Stunden geht ein Tag. Und ringsherum natürlich die Stiftchen, die wir müssen einstellen müssen, wenn wir sie so ein- und ausschalten. Hier unten dran, das habe ich vorhin noch nicht erwähnt, ist noch eine LED, also ein rotes Lämpchen. Die leuchtet auf, sobald auch Strom auf dem Verbraucher ist. Also das heisst, dann, wo die Zeitschau eingeschaltet ist. Und der Sita noch ganz wichtig, ein Haufen vergessen das und meine Zeitschau sind kaputt. Ist aber nicht so. Hier haben wir einen Schalter, wo wir zwei Stellungen machen können. Also wie es jetzt ist, würde die Zeitschau mit der Uhr auch reagieren, also schalten zu dem, wo es muss. Wenn es also hier ist, vom ES heisst, das heisst die Zeitschau, Strom fließt dauernd, also Beleuchtung würde ich nicht ausschalten, sondern wie hier den ganzen Tag Beleuchtung. Ja. Die Zeit läuft zwar gleich durch hier, den Tag, also die 24 Stunden, aber sie reagiert nicht auf die Stifte, die wir eingestellt haben. Das kann man zum Beispiel brauchen, wenn man Beleuchtung schnell testen will, um zu gucken, aha, was leuchtet da so muss, und das dann um mich zurückstellen, dass es natürlich, eben wie gesagt, mit der Zeit reagiert. Zu guter Letzt habe ich noch jetzt mal noch die Zeitschau auseinandergeschoben, die ihr seht. Also, das ist die Vorderseite, die Front mit der Zeiteinstellung. Hier würde der Verbraucher, also die Lichterkette, eingesteckt. Und hier ist das Lämpchen, das aufleuchtet, wie die Zeitschau den Strom durchlässt oder nicht. Das hier ist dann das Innenleben. Das ist eigentlich das, was interessant ist. Also, ohne dran ist sie eingesteckt in der Steckdose. Hier jetzt sind wir in einer Steckdosenliste, das spielt keine Rolle.
Hier käme der Verbraucher eingesteckt, also die Lichterkette zum Beispiel, oder der Weihnachtsstern, der Santa Claus, der am Garage aufgehängt wird, oder was auch immer. Nein, das da hier ist das Uhrwerk. Ja, das ist wie eine Uhr, wie eine Armbanduhr oder so etwas. Hat natürlich andere Form, ein bisschen grösser, je nachdem, wie ein Auto muss sein. Dahinter dran haben wir ein Motörchen. Ich schalte es dann noch einschalten, dass ihr das auch seht. Das ist ein Elektromotörchen da. Das Elektromotörchen tut, aber ich sage jetzt mal vielleicht 10 Zahnrädchen antreiben. Das ist natürlich unter- und obersetzt, je nachdem, wie es muss sein. Und zwar so, dass das Zahnrädchen da hier auch die Geschwindigkeit hat, die es muss haben. Ein Tag hat ja 24 Stunden, also der muss natürlich hier auf dem Ring an einem Tag auch 24 Stunden sein. Und nicht, dass der Ring irgendwie, sagen wir jetzt mit der Geschwindigkeit durchsauset oder eben viel zu langsam, das will man ja auch nicht. Sonst stimmt das Ganze drum und dran nicht mehr. Das Zahnrädchen da hier, eben, das ist der Hauptantrieb, wo der Ring antreibt, da hier. Und zwar greift das Zahnrädchen hier in das Loch drin oder die Zähne da unten. Und das tut sich nein bewegen, das heißt, der ganze Ring bewegt sich und entsprechend dann, wo wir die Stifte eingeschaltet haben, wo nein, hier ankommen, tut das ja den Strom schließen oder nicht. Und das ist nein, das da hier, der Mechanismus, wo eben sieht, Strom ein oder Strom aus. Das heisst, sobald wo nein, eben zum Beispiel so ein Stiftchen, das jetzt eingedrückt ist, hier ankommt, der macht das nichts anderes, als dass das Stiftchen, der da hier, an nicht bewegt. So wie jetzt würde die Zeitschaltuhr eingeschaltet sein, das heisst, die Beleuchtung würde leuchten. Schalten wir den mit zurücknehmen, tack, so wäre sie um mich ausgeschaltet. Das hier ist der Schalter, den wir vorhin gesehen haben, den man permanent einstellen kann oder mit der Zeit laufen. Das heisst, so wie jetzt würde es mit der Zeit reagieren, so wie es auf dem Ring eingestellt worden ist. Wenn wir diese Woche tun, sehen wir, tut das auch permanent den Strom schließen, das ist auch wie ein Elektroschalter, das da hier, wie ein Lichtschalter, den ihr daheim habt zum Beispiel. Also hier ist es ging eingeschaltet und der hat gar keine Chance zurückzugehen in den Ausschalter, das heißt, wie hier ging Strom auf der Beleuchtung. Und wenn wir den um mich zurücknehmen, dann reagiert das dann um mich mit der Zeit, die wir eingestellt haben, auf dem Ring. So, und jetzt tue ich nochmal den Strom einschalten und dann seht ihr auch, wie das Uhrwerk sich bewegt. Also, wir sehen hier den Elektromotor, der relativ schnell dreht, das ist klar. Und wie ihr seht, er tut verschiedene Zahnrädchen bewegen und übersetzen, je nachdem, wie es da auch muss sein, dass man hier die entsprechende Geschwindigkeit hat. Wie ich sehe, also das unterste dreht relativ schnell und dann geht es um hier hin und her. Auch wenn ihr jetzt sagt, das oberste da, das dreht ja gar nicht. Mal das dreht, aber natürlich nur mit der Geschwindigkeit, dass es dann auch wirklich mit dem Tag, mit der Minute von der Realzeit übereinstimmt. Der Elektromotor sieht man drehen. Auch wenn ich den um mich ausschalte, sollte ich den still haben. So, ich hoffe, ihr noch ein bisschen einen Einblick gegeben in die Zeitschaltuhr. Wie gesagt, das ist eine von x100 Modellen, die natürlich existieren auf der Welt. Oder je nach Hersteller, je nach Produktionsjahr sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Der Aufbau ist anders, vielleicht ist auch die Zeiteinstellung ein bisschen anders gemacht. Aber im Grunde genommen, das Grundprinzip von der Zeitschaltuhr ist ging das Gleiche. Es ist klar, wie gesagt, das gibt natürlich digitale, die halt computergesteuert, also respektive computergesteuert, der Computer innen drin. Das ist jetzt auch kein Ding, aber das kann zum Beispiel sein, dass ein Chip da das Ganze steuert, statt eben als Zahnrädchen oder als bewegliches Teil, das das machen muss. Aber das ist nachher auch eine andere Geschichte. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe einen Einblick bekommen, erstens mal, wie man die Zeitschaltuhr einstellt, wie es funktioniert, wenn, wann es wie reagiert und vor allem auch das Innenleben mal gesehen hat. Und ganz wichtig, ich muss es nochmal wiederholen, ich habe es vorhin schon mal gesehen,
passet auf, wir haben Strom. Also wenn wir jetzt die Zeitschau anschauen, alle die metallischen Teile, die wir hier sehen, überall da könnten wir berühren und ich könnte auf die Sekunde tot umkehren. Lebensgefährlich, Starkstrom, passet auf, wenn ihr mit Strom arbeitet, müsst ihr wissen, was ihr macht und sonst lasst ihr einfach die Finger davon. Egal, ob es noch etwas kleines ist oder ob es grössere Reparaturen sind, lasst Fachleute dran. Ich bin auch keine Fachperson, ich habe das nicht gelernt, also ich mache das rein als Hobby. Entweder habe ich es auf dem Internet ein bisschen gelernt oder selber aus Experimentieren, Pöbeln und so weiter. Aber ich weiß, wenn und wo ich darf berühren und wenn nicht. Darum nochmal, passet auf, Strom ist was? Lebensgefährlich. Genau, lebensgefährlich. Passet auf. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Es ist ein bisschen länger gekommen, als ich es geplant habe. Ich habe am Anfang des Videos gesehen, das Kurzvideo. Mal schauen, wie es sich ergibt. Es ist, glaube ich, relativ längs, aber was will man auch, wie hier Zeit. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Neues von Pascal. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals und tschüss.